Große Bauvorhaben werden heute mit der BIM-Methode geplant und gebaut. Sie wird von internationalen und nationalen Normen und Vorschriften beschrieben. Der Einsatz eines Common Data Environments ist vorgeschrieben, auf welchem sämtliche Planer und Unternehmer über klar definierte Prozessschritte ihre Informationen, Modelle und Pläne konsolidieren. Der BIM-Manager definiert die Projektplattform wie Autodesk BIM 360. Bauherren wiederum haben entweder bereits ein Informationssystem, ein sogenanntes Engineering Content Management System für schon vorhandene Objekte im Einsatz, oder sie bauen für das aktuelle Bauvorhaben ein digitales Gebäudehandbuch auf. Damit der BIM-Manager bereits während der Planungsphase und später während der Realisierung die Nachvollziehbarkeit aller Daten sichern kann, haben wir bei Mensch und Maschine eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Systemen entwickelt. Bauherrenrelevante Projektinformationen kann der BIM-Manager so mit einem Klick auf das Informationssystem des Bauherren übertragen. Das ist die Basis für ein einfaches Handover bei der abschließenden Projektübergabe. Wir nennen das BIM Collaboration ACM.